muss aufpassen, dass ich nicht ertrinke hier. Denn für euch sind es 3 Tage, für mich 3 Sekunden und ich sauf einfach weiter. So, hallo und herzlich willkommen. Ja, kommen wir zum Film in der Mitte. Ne, und zwar ist es heute The Wolf of Wall Street, wozu ich wahrscheinlich gar nicht viel sagen muss. Martin Scorsese-Filme mag ich prinzipiell immer. Also immer ist jetzt übertrieben, aber mag ich schon sehr. Und ich muss sagen, seine Kollaborationen mit Leonardo DiCaprio in den letzten Jahren waren nie schlecht. Wobei ich dazu sagen muss, The Aviator habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es gab noch irgendeinen Film. Gangs of New York. Den fand ich tatsächlich gar nicht so gut. Aber ich hatte mir darunter auch tatsächlich was anderes vorgestellt, weil ich hatte damals nicht gewusst, als ich den gesehen habe, dass der im historischen Kontext steht. Ich dachte, der spielte wirklich zur Zeit, in dem er gedreht wurde, ne? Also in den frühen 2000ern oder 2010ern, wie auch immer. Und trotzdem irgendwie, war ja bloß so der Schock am Anfang, der machte mich aber irgendwie nicht so an. Keine Ahnung. Ja, aber Wolf of Wall Street, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich auch, klingt interessant, ist natürlich auch ein Stoff, der wie gemacht ist für Martin Scorsese. Ne, es geht um Sex, es geht um Drogen, Mord fehlt im Grunde noch. Obwohl ein bisschen Gewalt auch drin, ein bisschen. Gewalt, es ist ja gar kein Mineralwasser, wie muss ich hier die ganze Zeit aufstoßen, scheiße ey. Ein bisschen Gewalt ist halt auch drin, ne, aber jetzt nichts Übertriebenes. Ne, also nicht so diese Mafia-Gewalt, so Casino, Goodfellas-mäßig ist es nicht. Ja, worum geht's? Es geht um, wie heißt er, Jordan Belfort. Ja, also auch wieder ein Biopic, also ein Mann, den es wirklich gegeben hat, der ausgerechnet zu der Zeit an der Börse anfängt, als 87, ich kann mich an die Zeit erinnern. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern, ne? Also wer mein Everest-Video gesehen hat und sagt, ich weiß das immer nie, also daran kann ich mich tatsächlich erinnern, an diesen schwarzen Freitag, ist das glaube ich auch damals da, ne? Als plötzlich die Börse überall wegbrach und die Kurse ins Bodenlose stürzten. Und daran kann ich mich erinnern, ich habe das natürlich ja damals nicht so riesig verfolgt als 10-Jähriger, der auch noch in der DDR aufwuchs, also da, aber man hatte das irgendwie über die Nachrichten, wir haben ja Westnachrichten geguckt. Haben wir das natürlich so ein bisschen mitbekommen. Jedenfalls, in der Zeit fängt er an, als Börsenmacher ist sofort, also nicht sofort, aber praktisch sofort arbeitslos. Und dann guckt er halt rum und findet so eine kleine Schmiede, so eine kleine Brokerfirma, die tapfer weiterarbeitet und nicht mit den großen Aktien handelt, die alle haben, sondern die wirklich diese Penny Stocks heißt. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber ich nehme mal an, das sind Aktien, die eben, wie der Name schon sagt, ein paar Cents kosten. Und wo dann natürlich, also wenn du jetzt eine Aktie hast, die, ich sage jetzt mal, 1 Cent kostet und du kaufst die, hast du zwar Gebühren, aber prinzipiell, wenn die auf 2 Cent geht, hast du ja fast das doppelte Geld, ne? Wie gesagt, wenn die Gebühren abrechnen. Und gut, ich muss dazu sagen, ich bin bei dem ganzen Börsending überhaupt nicht beschlagen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was wirklich dieser große Skandal daran ist. Das Problem jedenfalls ist bei der ganzen Kiste, dass sie mit unheimlich viel Geld handeln. Ja, dass sie eine Fake-Firma aufbauen, so tun, als ob die schon seit 100 Jahren am Markt sind. Und was überhaupt nicht stimmt. Und den Leuten damit Sicherheit vermitteln, die dann eben sagen, okay, ich investiere mal $5,000 in die und die Aktie. Und dann nehmen die das Geld, investieren das auch in die Aktie, aber sie zahlen dem Kunden sozusagen nie das Geld aus, sondern sagen, oh, so hast du den 5.000, hast du jetzt 10.000 gemacht, willst du die nicht in die Aktie anlegen? Und so geht das halt hin und her. Und die Kunden haben natürlich immer ein super Gefühl und denken, wow, ich werde reich. Und bei jedem Geschäft streichen die aber ihre Gebühren ein. Und die werden damit reich. Das ist halt so. Ne? Also in der Welt der Banken wird immer nur die Bank reich. Ne? Du selbst nie. Also, das tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwelche Fantasien zerstöre, aber es ist einfach so, wenn du deiner Bank Geld anvertraust und egal, was sie dir versprechen, wie viel Prozente du kriegst, kannst du sicher sein, dass nur sie Geld bekommen, weil sie halt Gebühren beziehen und Provisionen und was weiß ich. So, dazu komme ich später. Und jedenfalls wird halt dieser Jordan Belfort dadurch schweinereich. Und wie das halt so ist, verlierst du halt
irgendwann das Maß. Ne? Alles wird nur noch größer. Er lebt förmlich von Drogen, ne? Hat die Frau seiner Träume, aber die Ehe ist im Prinzip scheiße, weil er nur, wie gesagt, auf Droge ist, nur auf der Arbeit hängt und irgendwelche Nutten da rumvögelt. Es ist... Also wer den Film tatsächlich nicht kennt, man sollte jetzt nicht zart beseitigt sein. Wie gesagt, Gewalt gibt es jetzt nicht, aber was du da an Drogen und Alkohol und ist ja auch Droge und Sex-Exzessen siehst, das ist echt unheimlich krass. Ich kann mir das echt immer gar nicht vorstellen, weil die zeigen auch so Büropartys, ja, wo wirklich, was weiß ich, in einem Büro, wo 100 Leute und für jeden ist da irgendwie eine Prostituierte da und die nehmen die da auf ihren Schreibtisch durch. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein, das kannst du nicht wirklich gegeben haben. Kann ich mir, da bin ich tatsächlich irgendwie so kindlich naiv noch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Aber offensichtlich, ab einer gewissen Summe ist alles egal. Und die hatten Geld wie Heu. Ne? Und wie gesagt, das wird einem halt auch so ein bisschen erklärt, aber das Lustige ist halt auch, du hast so ein bisschen diesen Bruch mit der vierten Wand. Ne? Also Leonardo DiCaprios Charakter spricht halt auch mal direkt in die Kamera mit dem Publikum und er sagt halt auch so, manche Sachen redet er so runter und man so, naja, wenn sie es nicht verstehen, ist nicht schlimm. So unter dem Motto, ne? Oder das ist halt so, das ist halt der Slang oder der Jargon. Ja, ist ein sehr guter Film, wieder mal bewies Leonardo DiCaprio, dass er ein echt guter Schauspieler ist, auch sehr schön ist, wie heißt er? Ach Mensch, der Typ aus 21 Jump Street. Der Lockige, der Dicke. Naja, der halt. Wie heißt denn der? Verdammt. Muss ich jetzt nachlesen? Ach, die Schrift ist so klein, ey. Steht nicht hier. Und hier steht es natürlich auch nicht. Ärgert mich. Aber ihr wisst, wen ich meine. Auch sehr gut und überhaupt so. Die Darsteller sind echt alle großartig durch die Bank weg gecastet. Also, was ich nicht verstehe, ist so ein bisschen dieser Hype, der ja dann um diese Margot Robbie, die ja da seine Frau spielt, betrieben wurde. Weil, ja, die sieht schon echt hübsch aus. Also hat definitiv ein schönes Gesicht. Ich persönlich mag es ja, wenn Frauen ein bisschen üppiger sind. Ne? Also mir ist sie halt viel zu grätig. Ne? Aber ja, okay. Ne? Aber die, es wurde ja so dargestellt, ob sie die schönste Frau der Welt ist. Ne? Also Margot, falls du das jetzt siehst, ich sage nicht, dass du die hässlichste bist. Aber ich fand es ein bisschen übertrieben. Aber gut, okay, jeder hat ja da persönlichen Geschmack und manch anderer wird dann vielleicht doch mit offener Kinnlade vom Bildschirm oder von der Leinwand oder was immer gesessen haben. Vom Monitor. Ja. Ist definitiv zu empfehlen. Ich bin ein wenig... Ich will nicht sagen enttäuscht, aber es gab damals, als der Film ins Kino kam, das Gerücht, dass er irgendwie noch in einer halb Stunden längeren Version oder so auf Blu-ray erscheinen soll. Ist bis heute nicht passiert. Keine Ahnung, ich meine jetzt nicht, dass mir was fehlt. Der ist ja trotzdem irgendwie 3 Stunden lang, also der ist ja wirklich schon sehr lang. Und aber wenn es da was gibt, ich würde es zumindest gerne mal sehen. Ja, ansonsten sehr, sehr guter Film. Es ist halt wieder einer dieser Sachen, wo ich echt immer nur so dachte, das kann nicht wahr sein, ey. Das ist also, aber gut, es muss wohl wirklich Leute verführen, so viel Geld auf einmal zu haben, dass du wirklich allen möglichen Scheiß machst. Ich meine, das sind ja wirklich alle, die da beteiligt sind ganz normale Typen, so zu Beginn. Ne? So, die haben so ein bisschen ihre Träume und es geht eigentlich mehr so darum, ja, kriege ich genug Geld zusammen, um mir ein bisschen was zur Seite zu legen, um später mal mein Kind aufs College zu schicken. Und dann irgendwie ein Jahr später leben die in Palästen und sind nur daran interessiert, die neuesten Drogen auszuprobieren oder in diesem Fall auch die ältesten Drogen. Ne? Wer die Szene kennt, weiß, was ich meine. Und es ist total krass. Ja. Okay, gut. Ich möchte gar nicht weiter darüber reden. Das wäre es gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen und bis dann bleibt mir immer noch zu sagen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.